Ihr Wesenheiten, die ihr euch die Alpen vorgenommen habt und ganz vielen Sehern die Schau gezeigt habt, dass die Alpen nachher nur noch aussehen wie eine Geröllstraße. Alle Spitzen sind runter in die Täler hineingesaust und alle Täler sind zu. Und oben drüber kann man nur so wie auf einer Splittstraße fahren. Das darf nicht sein. Vater hat vielen Menschen, die in den Tälern wohnen und auch jetzt kleinere und größere Dörfer und Städtchen gebildet haben, ihre Talente gegeben. Diese Talente funken jetzt hoch wie große Flammen und sie sollen der Menschheit weiterhelfen. In guter Wolle, in gutem Essen, in guten Anbauten, auf den verschiedenen Almen. All das hat Vater anberaumt und das soll erhalten bleiben. Ich sehe, dass ihr euch noch an den Bergspitzen versucht, aber passt auf, wenn die großen Bergspitzen herunterkommen, dass kein Mensch zu Schaden kommt. Schaut zu, dass sie dann nur über Geröllhalden gehen, die eventuell jetzt schon existieren oder den Menschen nicht schaden. Und auch die Verkehrswege, die mühsam in die Alpen hineingebaut wurden, um von einer Seite zur anderen kommen zu können, dass die ebenfalls erhalten bleiben. Ihr kennt den Brenner und ihr wisst, was ihr mit ihm vorhattet. Ihr kennt die verschiedenen anderen Pässe, die ebenfalls erhalten bleiben müssen, dass die Menschen von einem Land zum anderen kommen und dass die Talente, die darunter das Handwerkliche formen, erhalten bleiben. Schaut euch an, wie eure Existenzen sonst zerstört werden von der Ursache, die ihr gesetzt habt, wenn die Wirkung auf euch zurückpurzelt. Das geht bis weit in die Zeit hinein. Nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern lange Zeit. Oh je, sagen sie. Ich glaube, dann lassen wir das besser erhalten. Allerdings, das würde ich euch auch raten. Sonst bekommt ihr das, was ihr da im Plan hattet, zu 100% wieder zurück. Aber dann leidet ihr. Und zwar gewaltig. Nee, das wollen wir nicht. Hört man jetzt von oben und sieht, wie sie die spitzen Ohren da schütteln und auch andere Gestalten dabei sind, die so eher wie Teddybären aussehen, aber nicht so ganz gutwillig. Alle wollen das nicht. Gut, ich sehe gerade Schladming mit seiner Wollfabrik. All die vielen Sachen, die jetzt dort auch hergestellt werden können. All die vielen Sachen, die auch auf den Almen wachsen, einschließlich der Heilkräuter. Gebt auch die Heilkräuter wieder frei. Was soll das? Das, was der Vater hat an Medizin wachsen lassen, auf allen Bergen der Erde. Gebt das wieder frei, dass die Menschen ohne diese untaugliche Chemie jetzt auch wieder zur Gesundheit kommen. Die Chemie heilt gar nichts. Das Einzige, was sie kann, ist den Schmerz stoppen, eventuell den Menschen lahmlegen, aber sie kann nichts heilen, aber auch gar nichts. Das Heilen ist allein dem Vater vorbehalten, ihm und seiner Kraft. Wie einer der Ärzte einmal sagte, wir Ärzte sind völlig unfähig. Wir können noch nicht mal ein Haar einen Zentimeter wachsen lassen. All das kann nur unser Schöpfer, sonst niemand. Vater, aus dem Grunde
bitten wir dich jetzt nochmal um tiefe Einsicht für die, die sie schon im Visier hatten, die sie schon zerstören wollten. Ui, jetzt geht aber eine Riesenmenge von Wolken hoch. Von den Bewohnern der Alpen und von denen, die sie so traktieren wollten. Michael wickelt alles auf. Riesenbänder kommen da heraus, überall. Habt ihr es jetzt verstanden? Donnerten Michael über die Täter hinweg. Ja, kommt kleinlaut da so eine genickte, halb gesprochene Antwort. Also, jetzt zieht das ganz schnell alles raus. Eure boshaften Gedanken, eure Pläne, die die halbe Menschheit kaputt machen sollten. Zieht das aus euch raus und denkt an den einen Spruch. Stellt euch vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Genau das ist das, was ihr machen müsst, aus eurem freien Willen. Und nur dann kann es gut werden, sodass das, was ihr vorhabt, nicht mehr eintreten muss. Das ist die Hauptsache. Wenn ihr es selber verhindert, dann kann der Übergang der Erde in einen schönen Planeten viel sanfter verlaufen. Denkt daran, es ist euer Leid, was ihr euch schafft. Ja, kam dann so ein stilles Nicken und ziemlich auch ein bisschen verzweifelt, weil das, was sie jetzt gesehen haben an Perspektive, was sie sich selber sehen, mit der Durchführung in der Pläne, ihrer Pläne, das war für sie selber nicht schön anzusehen und auch zu fühlen. Denn sie müssen es Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende lang abtragen. Und da schütteln selbst sie sich. So, jetzt zieht euch das Boshafte raus. Ihr seht, es steckt in eurem ganzen Körper. Michael zieht überall, am Kopf, Hinterkopf, an den Armen, an den Unterarmen, an dem Rücken, aus den verschiedenen Wirbelsäulen raus und aus der Hüfte und den Beinen bis hin zum großen Zeh. Überall kommt die ganze Boshaftigkeit heraus, die sie in sich gespeichert haben, und mit sichtlichem Erstaunen sehen sie, wie auch ihre Zellen hell werden können. Amen.